Junge Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir spielen unsere Karriere weiter mit Athletic Bilbao und treffen heute auf Napoli. Jo, da wollen wir nochmal nach diesem Krampf gegen Granada wollen wir natürlich heute wieder zeigen, hey, das war vielleicht der Ausrutscher. Also wir haben es gewonnen, am Ende ist dann unwichtig, aber wir haben es, wir müssen es halt. So, jetzt muss ich wieder mal ein bisschen durchrotieren. Leider ein bisschen durchrotieren. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ja, ich habe keinen Stürmer vorne drin, ne? Das ist halt Olmo, kannst du vielleicht spielen, ja. Aber ich habe keinen, offiziell keinen zweiten. Ja gut, dann wird es halt Jean spielen und Petit vorne mit rein. Ja, ich lasse ihn drin. Das ist mir aber sonst zu heiß. Ich werde auf jeden Fall noch einen zusätzlichen Stürmer mitnehmen. Ich werde nämlich tatsächlich Maurice mit reinnehmen. Ne, passt. Es passt so. Also, Trippewitsch. Hoffentlich irgendwie wir erfolgreich sein. Rivalenduell in der UEFA Champions League Vorrunde. Kein Spiel wie jedes andere. Heute sind beide nochmal ganz besonders motiviert. Gleich geht's hier los. Live bei EA Sports. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolf Fuß und Frank Buschmann Platz genommen. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Das dürfte richtig hochklassig werden. Die Gäste konnten Spiel 1 gewinnen und da ist ja klar, die gehen mit jeder Menge Selbstbewusstsein hier ins Spiel, wollen heute wieder so ein exzellentes Spiel abliefern. So, okay, los geht's, liebe Leute. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3, drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. So, na gut, mal gucken, ob wir es heute wuppen. Aber Napoli, so ein bisschen unter Druck setzen, weil wenn die mich heute verlieren heute, aber haben sie nur einen Punkt. Aus zwei Spielen. Und wir hätten, wir könnten einen Kontrahenten ein bisschen unter Druck setzen. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Jetzt kommt der Schuss. Und Kepa. Kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch. Oh ja, sah Ball. Für einen Torhüter. Oh, und gib ihm. Kriegt das mal nicht. Ah, Glück gehabt. Und das auch jetzt ein bisschen Dusel dabei. Und jetzt kommt aber, bewaltet aber nach. Und jetzt ist der Ball erst mal raus. Bilbao setzt aber hier voll nach gerade. Schauen wir mal drauf, wer hier die dominanten Figuren dieses Spiels werden können. Es gibt nicht wenige. Zielinski. Vor allem auf Christopher Nkunku. Der Abschluss, klar, das ist die große Stärke. Ist immer wieder überragend. Man sieht das so oft. Die Abwehr ist da, ist dran. Aber dann ist das völlig egal. Das Tor fällt trotzdem. Und ich glaube, die Physik spielt da eine. Kriegen wir es hin? Na, kriegen wir, Nach
diesem Pass, der natürlich etwas zu genau war. Also Napoli ist heute unter Druck, die müssen ihr Spiel gewinnen und wir müssen es natürlich ebenfalls gewinnen, um den Druck reinzukriegen. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Und jetzt geht er. Oh ja, Sabal. Bringt er sie in Führung. Keine echte Torgefahr. Leider nicht, aber die erste dicke Chance für Napoli, für uns. Nkunku mit dem Ballverlust. Und weiter geht Bilbao, aber die werden ja, die machen hier den Druck. Petit. Petit! Und wieder einer! Hat einer da den Fuß in dieser Situation, weil sonst wäre der richtig gefährlich geworden. Jetzt die Ecke. Die Ecke hat er ganz sicher. Keine große Gefahr. Sambo Anguissa. Schön, erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Dran? Jawohl. Und wieder nicht. Jetzt schießt er. Weiter gefährlich. Nach Kepas Abwehr. Gozabel jetzt mit dem Tempo, wo der über die Seite geht. Gozabel. Ach, was war das denn? Ball ab. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Das Und. Ist ein Ball, der für große Torgefahr sorgt. Keine Überraschung, dass es hier 0:0 steht angesichts dieser Zahlen. Beide machen einfach zu wenig, holen kaum Chancen raus. Ach Mann! Wenig berauschendes Spiel. Da pfeift der Freistoß. Dafür war es ein Freistoß? Die Warnung gibt es, aber da darfst du dich auch nicht beschweren, wenn es eine Karte gibt. Da müssen schon andere Freistöße kommen, damit es da wirklich gefährlich wird. Muniain. Muniain. Platz auf dem Flügel. Jean! Sie bekommen den Eckball und die Chance zur Führung. Die Ecke kommt. Kein guter Ball, aber klar, die Abwehr ist an ihm dran. Und den Jacki. Mit dem nächsten guten. Also wie gesagt, beide haben ihre Chancen dazu. Also diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Ja, wieder Fehlerbilbau. Ori, super gelöst. Eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Und mit diesem Pausenpfiff ist der in dieser Partie beendet. Ja, damit ist Pause erstmal. Wir werden jetzt natürlich wechseln müssen. Doppelwechsel, ganz klar. Die beiden Jungs raus vorne, die beiden Youngster. Und deswegen wird man jetzt mit Olmo und Maurice jetzt zwei Spielen bringen, die man die volle Mehrfläche können. Auf Durchgang 2. Inyaki. Ah, komm ich nicht durch. Guter Steilpass, sie spielen den Ball hoch. Macht er ihn. Politano. Gute Idee, aber nicht wirklich umgesetzt. Erster Ball. Großer Ball. Außen ist jetzt Platz. Flanke kommt in die Mitte. Oh, die erste dicke Chance für Napoli. Durch eben jenen. Er geht in den Strafraum. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Muniain. Ja, kommt nicht rein in die Situation. Immer neu. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Da lässt er nichts zu.
Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Napoli probiert natürlich wieder. Politano, der viel, viel mehr Platz hat. Und das ist auch eine ganz gute Situation an. Quaratsch geht ja! Tolle Schusstechnik am Ende knapp. Napoli will ja, soll ja fallen. Ecke, Einwurf. Dann ist das Spiel vorbei. In Kürze geht's weiter. Das nächste jetzt, Spiel der Einwurf. La Liga Santander steht an für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen den FC Sevilla. Und da sollten sie natürlich dabei sein. Dann nicht mehr helfen, klar, Ball im Aus. Das ist ein vielversprechender Pass. Geht, der geht gut durch auf der Außenbahn. Der Schuss. Auf beiden Seiten steht nach wie vor die Null. Ist aber nicht so, Wolf, als gäbe es hier keine Chancen. Aber beide halten klasse. Die Zahlen zeigen es. Wir erleben hier ein großartiges Spiel. Reguilón. Auf der anderen Seite und für den neutralen Zuschauer zumindest. Ist es doch das Paradies. Und jetzt ist es das Herz von Napoli. Napoli fightet sich erstmal wieder zurück in diese Liga, in diese Champions League-Gruppe. Petagna macht das 0-1. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es geht. Wieder weg. Jetzt will man natürlich einen Punkt um ihn mitnehmen heute. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Petagna! Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der ist da. Gut gehalten. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Er bringt den Ball nicht raus. Ne, erstmal nichts. Das macht er sicher. Es passiert aber gerade fetzig wenig. Jetzt der Eckball. Dani Olmo. Nee. Ballverlust. Man kommt nicht wirklich durch. Ist hier immer noch am Ball. Die Fans spüren, jetzt kann der Schuss kommen. Da schießt er. Nicht drin. Gehalten. Was für ein. Also Napoli spielt auch Weltklasse da hinten. Sie dürfen weiter hoffen. Vielleicht bringt das auch nach vorne nochmal neuen Schwung. Gar Probleme hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Kuku. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Hier ist noch alles drin. 5 Minuten sind noch zu gehen. Oh ja, sah Ball. Oh ja, sah Ball. Nein. Es ist wieder jemand dazwischen. Nochmal die Ecke. Vielleicht die Chance. Da kann er jetzt erstmal klären. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Jetzt Immanuel vielleicht nochmal. Immanuel. Ganz sicher. Nein, das wär's. Ja, stramm war er, absolut. Aber vielleicht wär's doch der Schlenzer gewesen. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Muni, eine Kappe, Tano. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Warum spielt sie denn? Das war's. Napoli ist wieder dabei. Und wir unterliegen unserem ersten Spiel. Das ist schon ein kleiner Rückschlag jetzt. Erst der Sieg, jetzt die Niederlage. Wohin geht der Weg in diesem Wettbewerb? Das lässt sich jetzt überhaupt nicht sagen. Konstanz ist nicht da. Hier kannst du nur bestehen, wenn du eben genau diese Konstanz hast. Eine solide Leistung war das. Gefühlt irgendwie nur fischt. Also verdient ist der Sieg auf alle Fälle. Muss man einfach so, muss man einfach so mal so akzeptieren. Napoli war einfach viel zu mehr auf dem Spiel gehabt. Ja, ist halt so. Gut.
das war dann die Champions League und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter gegen Sevilla.